In diesem Video wollte ich euch mal zwei Kabelmanagementsysteme für Handyladekabel vorstellen. Kabelmanagementsystem ist jetzt ein bisschen hochgegriffener Begriff, aber nichtsdestotrotz, wer nur Handyladekabeln hat, der könnte mit so einem Ding glücklich werden. Die habe ich mir aus China bestellt. Gleich vorneweg mal die Preise. Animiert euch vielleicht zum Dranbleiben. Und zwar dieses Teil kostet 2,68 €. Zumindest habe ich damals so viel bezahlt dafür bei AliExpress. Link in der Videobeschreibung. Dieses Teil hier kostet, lasst mich schauen, 2,59 €. Also die liegen preislich sehr nah beieinander. Die haben beide ihre Vor- und Nachteile. Zum Beispiel ist dieses Teil hier von der Marke B-Case wahrscheinlich mit diesem Bobbel hier gekommen. Und ich habe hier so einen abgerundeten Standfuß von meinem Bildschirm. Das heißt, ich könnte diese Leiste hier nicht aufkleben. Wie funktioniert also das Ganze? Da unten ist ein doppelseitiges Klebeband. Das klebt man dann hier drauf oder auch natürlich auf eine gerade Fläche möglichst. Und kann dann das Kabel da einfädeln und über ein Magnet dann einfach hier befestigen. Ja, jetzt was habe ich jetzt hier drin? Das ist das Teil von Bezier. Fangen wir mal mit dem an. Das ist jetzt also erstmal nur diese Leiste, die man hier sieht. Hier ist der Aufdruck der Marke, die wird gerade so ein bisschen gehypt bei AliExpress. Und die kommt mit diesen 1, 2 und 3 magnetischen Sockeln, ja, oder Kabelhaltern her. Die Kabelhalter sind flexibel. Ich zeige das mal hier rein. Also das Kabel wird dann hier einfach reingedrückt. Also, ja, das ist eigentlich die ganze Kunst dabei. Dann klebt man das irgendwo hin, zum Beispiel hier, und wenn die von unten kommen, die Kabel, und kann dann immer wieder das Teil zurücklegen. Gut gefallen bei diesem B-Case hat mir wiederum, dass ich jetzt hier so einen einzelnen Bobbel dabei habe, den habe ich auch schon befestigt, und die funktionieren ein bisschen anders. Die sind nicht flexibel. Das macht ein bisschen einen billigen Eindruck, aber es erfüllt eigentlich seinen Zweck, also da ist auch nicht viel zu meckern. Ich lege das Kabel einfach hier rein. Ich kann hier zwischen drei verschiedenen Kabelgrößen sogar auswählen. In meinem Fall brauche ich die größte, also ich kann drei Kabel pro Bobbel. Ich habe hier nochmal einen Bobbel, der heißt Big, also Knöpfchen sage ich mal dazu. Und da passen dann noch größere Kabel rein. Also mit dem Set ist man etwas flexibler, würde ich sagen, als mit dem Bezier-Set. Aber für Handykabeln tun es auf jeden Fall beide, würde ich behaupten. Also das einfach so rein und dann zack hier drauf. Wenn man jetzt das Handykabel lädt, kann man das einfach abnehmen und wenn man fertig ist, wieder drauf und schon sind die Kabel aufgeräumt. Funktionsprinzip ist natürlich bei beiden gleich, also beide so eine Bank mit Magneten dran. Und der Vorteil von dem Teil hier ist halt einfach, man hat, ja, also von diesem B-Case-Teil, das ist quasi der Lieferumfang des B-Case-Teils, 1, 2, 3, 4 und 5 Teile. Und das hat halt auch diese drei Halter, allerdings mit nur einer Bank, wo das hin und her geschoben wird. Ja, das war die ganze Kunst. Hier werden diese Teile reingesteckt. Das kann ich euch nochmal zeigen. In der Nahaufnahme. Hier stecke ich die Handykabel rein. Die halten dann auch so einigermaßen gut und ja, ich kann das Kabel dann immer wieder gut aufräumen. Preis, wie gesagt, unter 3 € aus China. Ich werde euch mal den Link in die Videobeschreibung packen.